uns jetzt unser Unterteil für die Bocken ausmachen, außer dran, außer fräsen. Das werden wir aus einem 40er Rand machen. Dann werden wir zuerst das Quint fräsen. Dran natürlich, Blödsinn. Ne? Das Quint werden wir zuerst dran. Dann werden wir die Seiten fräsen und dann den Rest machen. Schauen wir mal, wie das geht. Dazu werden wir uns zuerst einmal das Teil einspannen. Ne? Klar. Auf einer Seite Plan drehen, eine winzige Zentrierbohrung anbringen, dass wir nachher für den Zirkel was haben. Dann werden wir es umdrehen, auf Länge drehen und auch dran, dass wir ein 16er Feinquint aufschneiden können. Das probieren wir jetzt einmal. Und los geht's! So, sauber ist es geworden. Wir machen eben noch die Zentrierbohrung rein. Aber wirklich nur eine ganz kleine. Gerade so viel, dass man für einen Zirkel ein Loch haben in der Mitte. So, und nachher können wir das da umdrehen. Und das zugedreht. So, wir haben da 55 und brauchen da mal 52 mm. So, zu dem Zwecke werden wir uns unseren Anschlag aufsetzen. So, jetzt drehen wir das einmal plan und schauen, wie viel uns da noch überbleiben. Gut, plan dreht hätten wir es einmal. Jetzt werden wir unseren Anschlag positionieren und dann das auf 52. Auf 52 mm oben dran. So. Dann schauen wir, was unser schlaues Tiefenmaß sagt. Unser schlaues Tiefenmaß sagt 54,6. Das heißt, wir müssen 2,6 mm hoch dran. Dann schrauben wir unseren Ausschlag und das zurück. Was? 1,6? 2,6. Mein Gott, nein. Ne? 2,6. Ich glaube. Ne? Probieren wir das einmal. Okay, 2 mm sind noch nicht zu viel. Gehen wir mal an. So, im nächsten. Ist das nicht. Ne? Schauen wir mal, was mit dem Messer los ist. Wie so das frischeste ist der Pfeil nicht mehr. Aber nachdem das weder Sicht noch Funktionsflächen ist, ignorieren wir das einfach. So, schauen wir mal, wie viel das wir brauchen.
6 Zehntel noch. Ja. Dann drehen wir uns unseren Anschlag um 6 Zehntel zurück. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Es sind vielleicht 500stel drunter. Und das pfeifen wir. So. Wow. Scheiß mir. Werden die eingespannt. Somit hätten wir mal das erste. Und bevor wir das nächste einspannen, weil uns gerade das Werkzeug runtergefallen ist, das ist normalerweise ein Zeichen, dass man Pause machen soll. Und dann werden wir diese Zeichen befolgen und jetzt eine Kaffeepause mit Zigarettchen machen. So, wir haben jetzt alle vier Rohdraht und jetzt werden wir da den Ansatz dran für das M16 Gewinde. Also genauer gesagt M16 mal 1,5. Da haben wir uns ein wenig einen Riss hergemacht, dass wir wissen, wie weit wir dran dürfen. Dann probieren wir das. Zuerst einmal antasten und dann brauchen wir theoretisch nur 16 oder wie viel. Ja, dann brauchen wir nur mehr 24 mm oben dran. Das sieht aus. Passt man es einmal an. Dazu. Und vorne drauf. Da fliegt der Dreck. So, wie viel haben wir jetzt wirklich? 38, wunderbar. 37, 36. Los geht's. Von 35, 34. Oder? 33, 32. Einunddreißig, 28, 27, 26. Vierundzwanzig. Was waren wir? 24, oder? Hat irgendwie aufgepasst? Das sind dreimal. 24. 23, 22. 21, 20. 20. 19, 18. 17, 16,5. 16, und bevor wir
mit unserem Heckstall da reinfahren, da haben wir mit dem Gräbern noch das Ohr, was geht. Diesen Rest machen wir jetzt meine Ektremanzel inklusive auf Moos. So, nach einer etwa zweistündigen Kaffeepause mit Damengesellschaft werden wir da jetzt weitermachen. Als erstes werden wir uns da antasten, in Anschlag einstellen, 7 Zentel zugeben, damit wir mal wissen, wo wir da sind. Und dann werden wir das auf 15,8 auf 15,8 O dran und unser Gewind aufschneiden. Na, vorher machen wir noch einen Freistich. So, schauen wir mal. So, der Anschlag war eingestellt. Jetzt drehen wir das einmal zu. Ja. Dann schauen wir, was das schlaue Tiefenmaß sagt. Ui! Wie ist das? Ah ja, 307. Na gut. So, wir haben da jetzt 16,5. Brauchen wir noch 7. Machen wir das. Nehmen wir noch 10 Lauer. Dann müssen wir auf Moos sein. Komma 8, 15,8 passt.